Die Schauspiele, die hier in solchen Häusern, hier die Alte Oper in Frankfurt geboten werden, die sind natürlich immer wieder atemberaubend. Was aber nicht weniger atemberaubend ist, das ist das, was wir heute beim DAX gesehen haben. Heute mit einem Gap schon nach oben aufgemacht, im Moment das Ganze gehalten. Hey, super. Asien keine so tollen Vorgaben gehabt, Amerika gestern sogar zu. Ganz egal, da gibt es nichts. Der Markt, der schießt nach oben. Vielleicht liegt es an Titeln wie Daimler, die haben sich geeinigt mit Nokia über die Patentrechte. Na gut, also das mag eine Rolle mitspielen, der Markt aber immer noch ganz klar auf der Aufwärtsseite. Für Gold gilt übrigens genau das Gleiche. Wir haben noch nicht wirklich neue Informationen, außer dass Inflation mehr und mehr ein Thema wird. Wir haben es gestern gehört, 2,5% in Deutschland. Gut, das wird den Goldpreis alleine jetzt nicht bewegen, aber es ist ja ein globales, ein generelles Problem. Also weiterhin Gold eigentlich auf dem Aufwärtsast. Ich warte ja dann noch auf den Rücksetzer, nicht notwendigerweise, weil ich mir das so sehr wünsche. Doch, wenn ich ehrlich bin, ich wünsche mir das. Warum? Das gäbe mir nämlich nochmal ein bisschen einen günstigeren Einstiegskurs. Und zwar nicht alleine, weil ich dann niedriger kaufen kann, sondern weil ich dann eine bessere Stop-Logik implementieren kann, wenn ich das denn möchte. Ich bin als Trader immer sehr gerne mit Stops oder irgendwelchen anderen Absicherungen mit dabei. Einige sagen sich, Quatsch, das kauft man sich und dann hat man's. Der Kurs wird eh auf Sicht nach oben gehen, das kann man natürlich tun, aber für aktivere Händler ist so ein korrektiver Rücksetzer eigentlich was ganz Angenehmes, denn der ermöglicht uns dann gegebenenfalls die Stoppweite festzulegen oder die Absicherungsweite, je nachdem, ob man es mit Optionen, Optionsscheinen absichern will oder auf welche Art und Weise auch immer. Aber das gibt uns dann wieder ein klares Indiz dafür, wie viel Stücke wir uns dann entsprechend reinlegen können. Also insofern ein ganz wichtiger Zusammenhang. Viel mehr kann man aktuell eigentlich gar nicht erzählen, denn der amerikanische Markt, der wird es wahrscheinlich wie immer wieder richten. Wir haben dort zumindest mal gesehen, dass die Futures noch längst nicht tot sind. Ich habe gestern so ein bisschen angedeutet, naja, vielleicht kommt der Dreh jetzt, aber das haben sie im Moment mal konterkariert. Schönerweise mit einem Schub, also insofern ganz klar nicht verwechselbar mit einer Korrektivbewegung. Wir scheinen also vorläufig da erst nochmal ganz normal aufgestellt zu sein. Viel mehr kann man eigentlich an der Stelle fast gar nicht sagen. Wir haben uns heute den Titel von der deutschen Börse mal auf den Plan gerufen. Wer also möchte, sollte sich das im Trade des Tages mal angucken. Da haben wir unsere konkreten Handelsmarken mit angegeben. Das ist eine Idee, die zumindest mal sehr mustergültig aussieht und deshalb eigentlich sehr vielversprechend ist. Und das ist das Schöne, auch auf viele andere Märkte anwendbar ist. Ganz egal, ob das jetzt im Währungsbereich ist, ob das im Rohstoffbereich ist oder eben bei einzelnen Aktientiteln. Dann Index natürlich auch, wenn es denn sein soll. Also ihr seht, das Ganze ist sehr wunderbar auf ganz vielen, auf breiter Fläche anwendbar. Die Bühne der Märkte, die ist nun mal groß. Die Bühne hier hinter mir, die ist auch groß, deshalb höre ich jetzt nämlich auch auf. Nicht, weil ich da jetzt tanzen will, aber weil ich euch das als Abschiedsbild nochmal gönne. Wir sehen uns vielleicht nachher in den Märkten, wenn ihr schon teilnehmt bei Born for Trading. Ansonsten gucken wir mal, was die Märkte machen. Wir sehen uns. Bis dahin alles Gute.